Wird die Zurechnungszeit der Erwerbsminderungsrente in der Regelaltersrente neu berechnet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Eine Beratungsanfrage, die uns kürzlich erreichte zum Thema Erwerbsminderungsrente. Hintergrund war, eine Ratsuchende bezog oder bezieht seit 2012 eine Erwerbsminderungsrente und zwar rückwirkend für das Jahr 2009. Also da muss es scheinbar irgendwie ein sozialgerichtliches Verfahren gegeben haben, deshalb hat das so lange gedauert. Die Erwerbsminderungsrente endet für diese Kundin im Jahr 2020 und sie hat sich erstmal darüber beschwert, dass die neue Zurechnungszeit, die ab dem 1. Januar 2019 gilt, mit bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres und 8 Kalendermonate für sie nicht gilt. Also für sie gilt die Zurechnungszeit, die im Jahr 2009 berechnet wurde. Und jetzt möchte sie wissen, ob, wenn schon nicht die neue Zurechnungszeit ab 1. Januar 2019 für sie gilt, dann wenigstens später in der Regelaltersrente die Zurechnungszeit bezogen auf das 65. Lebensjahr und 8 Kalendermonate damit reingerechnet wird. Nein, so meine ganz, ganz klare Auskunft und Antwort auf diese Frage. Denn die Zurechnungszeit ist eine rentenrechtliche Zeit, die es nur für eine Erwerbsminderungsrente oder eine Hinterbliebenenrente gibt. Sie wirkt sich grundsätzlich rentenerhöhend aus, weil die Zurechnungszeit für Zeiten ab der Erwerbsminderung bis zum 65. Lebensjahr und 8 Kalendermonate aus einem durchschnittlichen Einkommen berechnet wird und daraus Entgeltpunkte berechnet werden, die dann sozusagen fiktiv errechnet werden und dann die Rente erhöhen. Das durchschnittliche Einkommen berechnet sich für die Zeit vor dem Beginn des Leistungsfalls, also vor Eintritt der Erwerbsminderung. Das ist nochmal ganz wichtig. Ja? In der Berechnung der auf die Erwerbsminderungsrente dann folgenden Altersrente oder Regelaltersrente gibt es nicht nochmal eine neue Zurechnungszeit, sondern dann wirkt sich die Zurechnungszeit als sogenannte Anrechnungszeit aus. Das heißt also, hier gibt es nochmal ein paar kleine Entgeltpünktchen, aber nicht in der Weise, wie sie schon für die Zurechnungszeit bei der Erwerbsminderungsrente oder Hinterbliebenenrente berechnet wurde. Aber bitte keine Sorge haben. Die Deutsche Rentenversicherung ist von Amts wegen verpflichtet, hier die Berechnung so anzustellen, dass die Zurechnungszeit dann als Anrechnungszeit gewährt wird und auch eventuell fehlende Beitragszeiten noch mit reingerechnet werden. Und es gibt einen Grundsatz. Alle Entgeltpunkte, die der Erwerbsminderungsrentner in seiner EM-Rente erwirtschaftet hat, sind besitzgeschützt. Das heißt, die Renten können später bei der Umwandlung in eine Regelaltersrente oder vorgezogene Altersrente nicht geringer werden. So ist die Regel, Ausnahmen davon gibt es. Damit dürfte jetzt klar sein, dass die Zurechnungszeit nicht direkt im Falle einer sich anschließenden Altersrente dann automatisch nochmal auf das 65. Lebensjahr und 8 Kalendermonate erhöht wird. Näheres zum Thema Zurechnungszeit und Ihre Erwerbsminderungsrente erfahren Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.